Im Südosten Spaniens, nahe der Stadt Elche, liegt der Naturpark El Hondo. Er ist Lebensraum für mehr als 200 Tierarten. Und Europas größtes Anbaugebiet für eine der ältesten Kulturpflanzen der Menschheit. Liebesfrucht der Götter, Symbol für Fruchtbarkeit und Schönheit, Quell ewiger Jugend. Um kaum eine andere Pflanze ranken sich so viele Mythen und Legenden wie um den Granatapfel. Die Frucht gilt zudem als besonders gesundheitsfördernd, als wahre Wunderwaffe gegen Zivilisationskrankheiten. Tatsächlich bescheinigen ihr wissenschaftliche Studien vielfältige Heilkräfte. Manuel Reno, genannt Trino, baut seit fast 40 Jahren Granatäpfel an. Ende September bis Anfang November ist Erntezeit. Hier ist alles nach Handarbeit. Eine Maschine hat nicht das nötige Feingefühl. Jeder Granatapfel muss einzeln gepflückt und sehr vorsichtig behandelt werden, denn die Früchte sind sehr empfindlich. Sie dürfen auch nicht in die Kiste geworfen, sondern müssen behutsam reingelegt werden. Denn wenn die Haut reißt, verfault das Innere. Trino baut die Sorte Molarde Elche an, wie die meisten Bauern in der Region. Er ist Mitglied einer Kooperative, die seine Granatäpfel vermarktet. Hola, Trino, buenos días. Marta Ferrero ist Agraringenieurin. Sie prüft für die Kooperative die Qualität der neuen Ernte. Lass uns schauen, wie er innen aussieht. Okay, das ist gut. Die Farbe ist in Ordnung. Die Kammern mit den Samen sind alle gut voneinander getrennt. Untersuchen wir noch den Zuckergehalt. Sehr gut. 14 Gramm müssen es mindestens sein. Hier sind es 15,5. Das ist perfekt. Unsere Granatäpfel sind optimal für den Verzehr, wenn sie eine dünne, feine Haut haben und außen nicht mehr grün sind. Innen müssen die Kerne und das Fruchtfleisch um die Kerne rötlich bis rot sein und sehr süß schmecken. Die Böden hier sind sehr salzhaltig, dadurch entsteht viel Zucker. Das stimmt. Die Früchte werden hier auf sehr kalk- und salzhaltigen Böden angebaut. Das Grundwasser hat eine hohe elektrische Leitfähigkeit. Das verleiht den Granatäpfeln eine intensive Farbe, gibt ihnen ihre Süße und erzeugt noch Antioxidantien und weitere Substanzen, die man in anderen Regionen so nicht erreichen kann. Molarde Elche, dazu die Sorten Valenciana und Wonderful. Im Umkreis der Stadt Elche werden die meisten Granatäpfel Spaniens angebaut. Die salzigen Böden der Naturparks El Hondo und Santa Pola sind aber auch ideale Brutstätten für bedrohte Vögel, wie Flamingos. In der Region werden schon seit mehreren tausend Jahren Granatäpfel kultiviert. Das zeigen archäologische Funde in La Alcudia. Die Ausgrabungsstätte am Stadtrand von Elche zählt zu den bedeutendsten in Spanien. Mercedes Tendero leitet seit 10 Jahren die Arbeiten in La Alcudia. Mit ihrem Team sucht sie nach Spuren der antiken Siedlung Iliki. Die Stadt Iliki ist in mehreren Phasen ihrer Geschichte sehr bedeutend. In der iberischen Epoche, ab etwa 1000 bis 500 vor Christus, gehörte sie zu den wichtigsten Siedlungen im Südosten der Halbinsel. Diese Gesteinsschicht ist sehr interessant, weil wir hier eine Schichtabfolge von den ersten Plünderungen im Mittelalter bis hin zu den ältesten iberischen Phasen rekonstruieren können. Seit mehr als 100 Jahren wird hier geforscht. Es begann 1897, als ein Arbeiter zufällig auf die Dama de Elche stieß.
Die kunstvoll gearbeitete Büste aus der Zeit der Iberer ist eine der bedeutendsten archäologischen Funde Spaniens. Vor mehr als 60 Jahren stießen Archäologen sogar auf Reste eines verkohlten Granatapfels. Untersuchungen ergaben, dass er aus dem 1. Jahrhundert vor Christus stammen musste. Auch Keramiken aus dieser Epoche wurden in La Alcudia gefunden. Sie haben die Form von Granatäpfeln. Älter als die archäologischen Funde sind die Mythen, die sich um die Frucht ranken. Der Granatapfel ist ein Symbol der Fruchtbarkeit. Prinzessinnen und Bräute trugen früher Kränze aus Granatapfelzweigen. So baten sie die Götter um so viele Kinder, wie der Kranz Zweige hatte. Zur gleichen Zeit stand der Granatapfel aber auch für die Hölle, für Hades, den Herrscher der Unterwelt, den Tod und den Winter. Und weil er den Zyklus der Jahreszeiten durchläuft, wurde der Granatapfel zu einem Symbol für den Kreislauf des Lebens, für Tod und Auferstehung. Von der Antike bis in die Neuzeit findet die Frucht Eingang in Sagen und Heldengeschichten. Steinerne Granatäpfel zieren auch die Basilika Santa Maria in Elche. Die Stadt erhielt ihren Namen durch die Mauren im 8. Jahrhundert. Sie legten die berühmten Palmengärten an. Der größte El Palmeral wurde im Jahre 2000 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Im Mercado Central in der Altstadt von Elche gibt es vor allem Obst und Gemüse aus der Region zu kaufen. Der Koch und Restaurantbesitzer Odon Martinez ist hier fast täglich unterwegs. Hallo, wie geht's? Danke, gut. Baust du gerade auf? Ja, ich habe gerade frische Granatäpfel reinbekommen. Molade Elche. Sie haben eine kräftige Farbe. Die Farbe ist perfekt. Aber was wirklich zählt, ist der Geschmack. Schmeckt sehr süß. Prima. Und die Kerne sind auch gut. Sehr weich. Zum Kochen sind die perfekt. Die Kerne des Molars sind nicht so hart. Deswegen kann man das Fruchtfleisch benutzen, ohne die Kerne entfernen zu müssen. Odon Martinez arbeitet seit rund 20 Jahren als Koch. Er ist in Elche geboren und aufgewachsen. Schon sein Großvater hatte ein Lokal, in dem Tapas und Wein serviert wurden. Seit ein paar Jahren ist Odon hier der Chef. Als Koch versucht Odon, die traditionelle Küche der Tapas-Bar mit neuen Konzepten und Zutaten zu bereichern. Bei allen Neuerungen legt er jedoch immer Wert darauf, die charakteristischen Eigenschaften der Ausgangsprodukte nicht zu verfälschen. Für uns ist es sehr wichtig, Produkte aus unserer Region zu verwenden. Roher Thunfisch mit Granatapfelkernen zum Beispiel bieten wir nur einige Wochen im Jahr an. Und zwar nur dann, wenn auf unseren Feldern Granatäpfel geerntet werden. Die übrige Zeit im Jahr fehlt das Gericht auf unserer Speisekarte. Denn wir kaufen keine Früchte aus anderen Regionen hinzu. Wir konzentrieren uns ausschließlich auf lokale Produkte. Wenn wir in der Küche einen Granatapfel aufschneiden, machen wir es immer auf diese Art und Weise. Ein Schnitt in der Mitte, nicht ganz durchgezogen, um dann mit den Händen die Frucht zu öffnen. Schneidet man sie mit dem Messer ganz durch, können die Kammern vom Fruchtfleisch aufreißen und einzelne Kerne verloren gehen. Dann drehen wir die Frucht um
und klopfen mit einem Löffel, bis alle Kerne draußen sind. Während der Saison bietet Odon mehrere Speisen mit Granatäpfeln an. Seeigelrogen mit Chiliessig und Granatapfelsaft zum Beispiel. Oder Austern in einer Granatapfelmarinade. Am häufigsten bestellen die Gäste allerdings Thunfisch-Tartar. Ich bereite jetzt das Thunfisch-Tartar zu. Der Granatapfel gibt dem Gericht eine knackig frische, leicht saure Geschmacksnote. Zur Soße aus Reiswein, Reisessig, Soja und Chili kommt etwas schwarzer Sesam. Noch vor wenigen Jahren hat man nur Süßspeisen aus Granatäpfeln gemacht. Im eigenen Saft, als Speiseeis oder Verzierungen von Fruchttorten. Salzige Speisen gibt es erst seit kurzem. Darauf konzentriere ich mich mehr und mehr. Denn der Granatapfel ist eine sehr raffinierte Frucht. Er ist süß, ein bisschen sauer, etwas bitter. Und wenn man ihn mit einem salzigen Gericht zubereitet, vereint man fast alle Geschmacksrichtungen. Eingelegte rote Zwiebeln und ein paar Kräuter runden das Thunfisch-Tartar ab. Niemals werden in Odons Küche Granatapfelkerne gekocht oder gebraten. Denn dann, da ist sich der Koch sicher, verlieren sie das Aroma und ihren typisch herbsüßen, leicht bitteren Geschmack. Nur wenige Autominuten von Elche entfernt wachsen die Granatapfelbäume von Trino. Drei solcher Plantagen besitzt er, insgesamt 9 Hektar. Jeder Baum trägt 20 bis 30 Kilo Früchte. Die können aber nicht auf einmal abgeerntet werden, denn jeder Granatapfel reift unterschiedlich. So zieht sich die Ernte über einen guten Monat. Es ist eine ziemlich komplizierte Frucht. Wir sagen, dass der Granatapfel sich über seinen Bauern lustig macht. Warum? Weil er sich selbst öffnet. Dann muss man ihn wegwerfen. Wenn er schon ein bisschen zu reif ist, zu viel Zucker drin ist, dann platzt er. 15 bis 20 Tage nach der Reife wird die Haut rissig und platzt. Und dann kann man ihn nicht mehr verkaufen. Es braucht viel Erfahrung, den optimalen Zeitpunkt zur Ernte eines Granatapfels zu finden. Dieser hier zum Beispiel ist gut zu ernten. Er ist zwar außen fast weiß, aber im Inneren ist er schön reif. Hier im Busch ist er geschützt vor der Sonne. Das ist gut, denn so verbrennt er nicht. Wenn sie zu viel Sonne kriegen, trocknen sie aus. Dann sind sie innen weiß und nicht rot. Die Kerne und das Fruchtfleisch sollen aber rosa bis rot sein. Dann ist der Granatapfel schön saftig. Hier hat die Sonne drauf geschienen. Und innen ist er weiß. Hier an dieser Stelle ist er innen bestimmt röter als dort, wo die Sonne drauf geschienen hat. Sehen Sie? Hier sieht er besser aus. Etwa 150 Tonnen Granatäpfel wird Trino in diesem Jahr ernten. Um den Transport und den Verkauf muss er sich nicht kümmern. Das übernimmt die Kooperative. Granatäpfel gelten als besonders gesund, als sogenanntes Superfood. Überall auf der Welt, vor allem in Israel, Tunesien, Iran und der Türkei, steigt die Produktion. Das ist schon befriedigend, den Abtransport der Ernte zu sehen. Da steckt schließlich so viel Arbeit drin, so viele Stunden. Die Arbeit eines ganzen Jahres. Und die ganzen Gedanken, die man sich immer macht. Jetzt hoffen wir, dass sich die Ernte gut verkauft. Das werden wir aber erst im nächsten Juni wissen. Denn erst dann macht die Kooperative die Abrechnung. $0.52 pro Kilo hat Trino im letzten Jahr bekommen. Wenn sich die Ernte dieses Jahr ähnlich gut verkauft, ist das Auskommen für Trino und seine Familie gesichert. Von den Plantagen kommen die Granatäpfel direkt in die Sortier- und Abpackstation.
Während der Saison wird hier im Akkord gearbeitet. 50.000 Tonnen Granatäpfel im Jahr ernten die Bauern in dieser Region. Das sind fast 90% der gesamten europäischen Produktion. Der größte Teil wird exportiert. Nach Deutschland, Frankreich, England und in die Niederlande. Die kleineren und unansehnlicheren Früchte werden zu Saft verarbeitet. In einer Fabrik in der Nähe von Elche. Dem süßen Molla de Elche wird hier die etwas bitterere Sorte Wonderful beigemischt. Die Fabrik ist im Besitz von rund 400 Granatapfelbauern, die sich vor 8 Jahren unter der Leitung von Geschäftsführer Manuel Esclapest zusammengeschlossen haben. Mit staatlicher Unterstützung entwickelten sie spezielle Maschinen, die möglichst viele gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe des ganzen Granatapfels für die Saftproduktion nutzen. Das sind die 4 Teile, die wir verwenden. Das Fruchtfleisch um die Kerne selbst mit ihrem Omega-5-Wirkstoff, den Saft, den wir aus der Schale pressen, und den Saft aus den Innenhäuten. Wir zermahlen die Innenhäute und auch einen Teil der Schale. Nicht sehr viel, nur kleine Mengen, um ein bisschen davon in Flaschen zu füllen. So erreichen wir, dass alle Wirkstoffe der Frucht, die Antioxidantien, Vitamine und Mineralstoffe im Saft enthalten sind. Sie sehen auf dem Boden der Flasche immer ein helles Pulver. Das stammt von der Schale und den Innenhäuten der Frucht. Manuel Esclapes und seine Mitarbeiter haben auf dem Firmengelände ein kleines Museum errichtet. Dort können sich Besucher über die jahrtausendealte Geschichte des Granatapfels informieren. Er spielt nicht nur in der griechischen Mythologie eine wichtige Rolle, sondern ist in fast allen Religionen als symbolische Frucht vertreten. Punica granatum, so der lateinische Name, gilt zudem als eine der ältesten Heilfrüchte der Menschheit. Das belegt auch ein antiker ägyptischer Papyrus, der dem Museum als Kopie vorliegt. Dieser Papyrus ist eine der ältesten noch erhaltenen medizinischen Abhandlungen. Solche Schriften verfassten die Ägypter schon 1500 vor Christus. Schon damals verwendeten die Menschen die Schalen des Granatapfels zu Heilzwecken. Und zwar, um Darmparasiten zu bekämpfen. Diese Information haben wir an ein Klinikum in Alicante weitergegeben. Und dort haben Forscher dann die Wirkung von Granatäpfeln gegen Bakterien und Viren untersucht. An den Forschungen war auch der Ernährungswissenschaftler und Sportmediziner Enrique Roche von der Universität in Elche beteiligt. Er untersucht seit Jahren die Wirkstoffe im Granatapfel. Vor allem die der Antioxidantien, den Stoffen, die Zellen und Gefäße vor Entzündungen und vorzeitigem Altern schützen sollen. Wir haben intensiv geforscht, welche gesundheitsfördernden Wirkstoffe neben den bekannten Antioxidantien noch im Granatapfel stecken. Und da sind wir auf interessante Ergebnisse gestoßen. Zum Beispiel haben wir in den Kernen der Frucht einen hohen Gehalt der ungesättigten Fettsäure Omega-5 festgestellt. Wir glauben, dass dieser Wirkstoff den Cholesterinspiegel senkt und bei der Bekämpfung von Akne hilft. Der Wissenschaftler hat in einem Fachblatt eine Studie über die Wirkung von Granatapfelsaft auf Hochleistungssportler veröffentlicht. Darin konnte er nachweisen, dass Marathonläufer, die nach dem Wettkampf Granatapfelsaft trinken, schneller regenerieren. Über den Granatapfel gibt es mehr als 250 ernährungswissenschaftliche Untersuchungen. Enrique Roche arbeitet derzeit mit Kollegen aus England an einer Studie, die klären soll, ob Granatäpfel auch gegen Alzheimer helfen. Es geht dabei nicht um die Heilung der Krankheit, aber die Einnahme von Granatapfelsaft könnte das Fortschreiten von Alzheimer verzögern. Aber noch sind wir nicht so weit. Bisher gibt es nur Tierversuche.
Die müssen jetzt beim Menschen bestätigt werden. Der Granatapfel. Ein Multitalent in Sachen Gesundheit? Die Bauern in der Elche-Region jedenfalls profitieren von diesem Image. Auch Manuel S. Clapes gehört dazu. Der Saftproduzent besitzt mehrere Plantagen. Schon sein Vater und sein Großvater haben die Frucht auf klassische Art kultiviert. Der Sohn baut nun ökologisch an. Hier sieht man immer eine Pflanzendecke. Es ist nie die reine, freie Erde. Weil mein Vater seine Felder immer gut sauber hielt, fragte er mich, warum ich das Unkraut wachsen lasse. Ich musste ihm immer wieder erklären, warum ich keine Pflanzenschutzmittel einsetze. Die Feuchtigkeit verdunstet so weniger, es ist naturnaher und die nützlichen Fressfeinde verstecken sich im Gestrüpp und an den Pflanzen. Die Früchte sehen hier oft anders aus als aus konventionellem Anbau. Viele sind uneben, haben Narben und Löcher. Im Geschmack unterscheiden sie sich nicht von Granatäpfeln aus herkömmlicher Produktion. Noch ist der ökologische Anbau in der Region die Ausnahme. Doch die Zahl der Bioplantagen wächst. Es gibt doch nichts Besseres als biologischen Anbau. Ich mag kein Gift essen und meine Kinder sollen auch kein Gift essen. Das ist der Hauptgrund, die Gesundheit. Vier Jahre dauert es, bis Granatapfelbäume Früchte tragen. Ihre größten Feinde sind Läuse. Um sie zu bekämpfen, verwendet Manuel S. Clapes keine Pestizide, sondern setzt auf die natürlichen Feinde der Schädlinge. Diese Kisten sind eine Art Insektenhotel, damit die nützlichen Insekten, die die Schädlinge fressen, sich wohlfühlen. Hier sind sie geschützt, können sich verstecken. Bei Befall vermehren sie sich und fressen die Läuse auf. So bleibt die Plantage weitgehend naturbelassen. Und man sieht nicht nur im Juli, sondern auch Anfang Oktober mal eine Blüte am Baum. Bei aller Romantik zählt für den Unternehmer Manuel S. Clapes in erster Linie das Geschäft. Die Nachfrage nach Bio-Granatäpfeln steigt von Jahr zu Jahr. Der konventionelle, herkömmliche Anbau stagniert. Der ökologische wächst und wächst. Die Leute informieren sich und wissen, dass Ökoprodukte zwar etwas teurer, aber auch besser für die Gesundheit sind. Trino bewirtschaftet seine Plantagen auf herkömmliche Weise. Der Chef ist 60 und hat keine Lust, noch umzusatteln. Als Trino anfing, Granatäpfel zu kultivieren, war es noch kein Thema, wie gesund die Früchte sind. Heute weiß auch er Erstaunliches zu berichten. Mein Schwager musste eine Chemotherapie machen. Dann sagte ihm der Onkologe, es wäre gut, wenn er Granatäpfel essen würde. Das stärkt die Abwehrkräfte und reinigt das Blut. Er isst jetzt schon eine ganze Weile Granatäpfel. Jeden Tag drei. Einen morgens, einen mittags und einen abends. Und er sagt, es geht ihm gut. Es scheint wirklich eine sehr reichhaltige Frucht zu sein. Das sage ich nicht nur, weil ich sie verkaufe. Trinos Sohn Salvador nimmt sich zur Ernte immer Urlaub, um zu helfen. Er arbeitet sonst als Programmierer in einer Computerfirma. Ein paar Jahre wird Trino noch weitermachen. Was dann passiert, ist ungewiss. Ich möchte die Felder nicht verkaufen, aber wenn meine Söhne das wollen, verkaufen wir eben. Oder sie machen weiter. Oder verpachten das Land. Ich weiß es nicht. Es liegt nicht in meiner Hand. Sie machen damit, was sie für richtig halten.
Ich habe meine eigene Arbeit und sonstige Aktivitäten. Aber ich würde auch gerne meinem Vater weiter bei der Ernte helfen. Mit der ganzen Arbeit, die er in die Plantagen gesteckt hat, wäre es verrückt, alles aufzugeben. Schon allein aus Respekt gegenüber meinem Vater. Also, ich möchte schon gerne den Betrieb weiterführen. Ob ökologisch oder konventionell, der Anbau von Granatäpfeln in Elche hat Zukunft.